Ja, servus liebe YouTube-Zuschauer, ja und herzlich willkommen. Leute, am Kramer ist es wieder ein bisschen weitergegangen. Ich habe den Tank und ich habe den Tankhalter verbaut. Und den Blinkgeberhalter habe ich mittlerweile drauf. Die Sitzfeder und den Sitz, der ist montiert. Ja, und die Leitungen für den Kühler. Aber keinen Kühler. Na gut, ich zeige euch erst einmal, wie es ausschaut und dann kommen wir dazu, warum kein Kühler drauf ist. Der ein oder andere weiß das eh schon. Also das ist der aktuelle Stand. Ja, so schaut das ganze Ding jetzt aktuell aus. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich schaffe es das Wochenende großteils zusammenzubauen. Dass dann wirklich nur noch die Kotflügel fehlen. Die können erst drauf, wenn die Elektrik soweit verlegt ist. Kotflügel kommen erst drauf, wenn die Kabel bis hinten am Getriebe sind. Dann erst die Kotflügel und Überrollbügel, dann können die Kabel durch die Kotflügel hochgezogen werden. Hat sich jetzt aber leider alles ein bisschen zerschlagen. Ja, ich habe den Tank und Tankhalter drauf gebaut und habe mir gedacht, anschließend, dann schnappst du mal schnell den Kühler und baust den doch auch gleich drauf. Ich habe ja meinen alten Kühler vom K15 verkauft, der war ja dicht. Und habe mir ja den da vom KA15 gelassen. Einfach nur, weil der optisch schön ausgeschaut hat. Der ist nämlich gerade, nicht verbogen und der war am Anfang auch dicht. Den habe ich ja damals dann gründlich ausgefleit gehabt. Den habe ich dann schön sauber gemacht und habe ihn anschließend dann lackiert. Oder besser gesagt, der Vater hat ihn lackiert. Und dann hatte ich ihn eingelagert. So, nun hatte ich den Kühler dann auf dem Schlepper gerade montiert. Schläuche alles angeschlossen, alles wird schön angepasst, perfekt denke ich noch, Kühlwasser eingefüllt, jawohl, sauber geht, aber weil höre ich schon Tropfen, plopp, plopp, plopp. Ja, was war's? Ganz einfach, der Wasserhahn unten, Moment, vielleicht kann ich es euch zeigen. Der Stutzen vom Wasserhahn ist hier eingelötet, ist ein Messingkühler und ist dann eingelötet. Ja, und da war auf dieser Unterseite hier ein bisschen ein Schaden drin. Da hat er rausgesuppt. Gut. Denke ich, klasse. Schön. Also, habe ich meinen Spezialisten angerufen. Ich habe einen Schweißer an der Hand. Die machen allerlei, auch Kühlerreparaturen und, und. Dann habe ich den angerufen und gesagt, wie lange bist du da? Ist ja Freitagnachmittag gewesen. Ja, kein Problem, bis 16:30 ist immer da. Was hast du denn? Kühler. Ja, bring den mal rüber. Dann war ich drüben, hab mir den gezeigt, hab das vorher schön abgeputzt, die Stelle. Er hat es dann richtig schön wieder verlötet. Wunderbar, hat er gesagt, probier's mal aus, müsste eigentlich dicht sein. Machst dann mal einen Test, füllst da ein wenig Wasser rein, drückst das Ding eventuell ab. Die Möglichkeit zum Abdrücken hatte ich leider so nicht. Also nicht so präzise. Also habe ich ihn einfach genommen. Wie er es gesagt hat, habe eine Dreiviertel mit Wasser gefüllt, habe eine auf den Bulldog montiert und habe gewartet. Ja, an der Stelle kam auch nichts. Also, frohen Mutes, das ganze Ding wieder draufgeschraubt, wieder alles schön verschraubt, die Kühlerschläuche angeschlossen. Ja, und ich war gerade fertig und denke noch, na, alles gut, jetzt ist er soweit dann durch. Dann hat es getropft. Wo hat es diesmal getropft? An der Vorderseite, hier unten. Da sind irgendwo die Lamellen undicht. Da muss es gewesen sein, weil da ist nass. Da drückt es von unten aus die Lamellen raus. Ja, klasse. Scheiße. Und nicht nur an der Stelle, sondern weiter oben auch noch. Und zwischendrin und überall. Jetzt müssten wir das Ding quasi nehmen. Alle Stopfen zumachen. Müsste zwei Bar Druck drauf geben. Müsste das Ding in ein Wasserbecken reinhängen. Und dann sieht man, wo der Druck überall oder wo Undichtigkeiten sind. Ja, jetzt muss ich gucken. Am Montag fahre ich dann noch einmal darüber und zeige mir noch mal den Kühler, ob er da noch mal was machen will. Ich habe jetzt schon ein Unternehmen angeschrieben, die sich auf Kühlerreparatur spezialisiert haben. Kam auch schon eine Nachricht, ja, ohne den Kühler gesehen zu haben und zu wissen, was genau ist. Ich habe zwar geschrieben, was. Also normalerweise ein neues Netz neu machen und Kühler Komplettsanierung. Circa 650 Euro. Puh. Ja, 600, 650 Euro. Dann habe ich mir nur so gedacht, okay, ja, genau. Ich habe jetzt 3.500 Euro in den Bulldog reingesteckt und jetzt stecke ich nur einmal 650 oder 600 Euro
in den Kühler rein. Ja. Und dann weiß ich ja nicht, das ist jetzt nur ein Kostenvoranschlag am Telefon gewesen, wenn das Ding dort ist und die prüfen, ne, und die stellen dann noch mehr Undichtigkeiten fest. Oder was ja offensichtlich ist bei dem, der hatte einen Frostschaden. Ich habe das leider auch nicht gesehen. Jetzt nach dem Lackieren sieht man es deutlich. Bevor der Lack drauf gekommen ist, ist mir das gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sein. Der ist hier auch gelötet worden. Der untere Wasserkasten hier, der hat einen Frostschaden gehabt. Das ist auf der Vorder- und Rückseite. Ist der aufgebrochen. Tja, ich habe natürlich jetzt den guten Kühler, der eigentlich schief und krumm und ranzig war, den habe ich verkauft und habe mir natürlich das Ding, das was schön und vermeintlich gut ausgeschaut hat, den habe ich behalten. Blödheit. Ach ja, Leute, ich drehe am Rad, das ist nicht mehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, was der Betrieb da drüben kann. Ich frage nochmal meinen Schweißer, vielleicht kann sich der nochmal ranmachen. Ich habe auch schon im Internet recherchiert nach einem gebrauchten Kühler. Ich habe da die Ersatzteilfirma Michel im Edertal unten gefunden, habe mit denen schon telefoniert. Die haben aktuell keinen Kühler da, der kriegt jetzt demnächst an KA15. Da ist ein Kühler drin, er weiß aber noch nicht, wie gut das der Kühler ist oder ob der auch schon Frostschaden hat. So, der Bulldog ist auch Baujahr 1957. Gut, jetzt kann ich den Kühler kaufen, der kann dicht sein, oder ich kann den Kühler kaufen und der ist genauso kaputt. Tja. Stecke ich ja nicht drin und der Kühler soll dann ca. 250 Euro kosten. Ist natürlich dumm. Kaufe ich mal einen gebrauchten, weiß ich nicht. Hat jemand schon mal Kühlerdichten eingekippt oder. Und dann habe ich denselben Käse im Endeffekt wieder. Ja, ich meine, der sinnvollste Weg wäre natürlich jetzt dann hier den Kühler zu reparieren, den komplett aufarbeiten zu lassen. Dann wäre es sauber gemacht. Dann wüsste ich, okay, da habe ich die nächsten 50 Jahre Ruhe, weil wenn der gemacht ist. Ich meine, Komplettsanierung, besser geht's nicht. Die Alternativen wären natürlich ein Neubau, aber der Neubau, ja, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Wo sollen wir das Geld hernehmen? Das sind jetzt die 650 Euro, wo ich schon sage, ich habe das Geld jetzt einfach nicht. Ich wollte den Schlepper vor Weihnachten gerne fertig haben. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon fertig haben, eben zum Mist fahren. Gerade jetzt um die Jahreszeit wäre der optimal. Aber ist irgendwie steckt der Fehler im Detail. Ich weiß auch nicht, egal was ich anfasse, egal was ich mache, an dem Ding ist wirklich alles ranz und alles kaputt. Bis es von vorne bis hinten durch. Und jedes Drum, was du nur hast, ist irgendwo irgendwie kaputt gewesen. Ja, so im Nachhinein bereue ich, dass ich mein K15 jetzt in Teile gelegt habe. Hätte ich lieber den zusammengerichtet, wäre vielleicht gescheiter gewesen. Da war nicht so viel kaputt. Der ist gefahren. Aber gut. Das weiß man hinterher immer besser. Mein Bauchgefühl hat mich da beim Kauf offensichtlich dann ein bisschen im Stich gelassen. Ich hatte wirklich gedacht, der geht besser. Gut, nun ist es so. Jetzt schaue ich ja mal, was dann am Montag rauskommt, was mir der sagen kann, ob da was machbar ist. Und wenn nicht, ja, die Alternative wäre natürlich irgendein PKW-Kühler oder vom anderen Schlepper oder irgend sowas. Da habe ich auch schon recherchiert. Das Problem ist ganz einfach. Die Bauform hier, die ist so ausgelegt, dass er exakt unter die Motorhaube drunter passt. Der Kühler ist speziell für den Bulldog gebaut worden. Der ist ja hier oben auch abgerundet, weil er hier die Motorhaube dann runter geht. Ein anderer Kühler darf nicht breiter sein. Ein anderer Kühler darf nicht tiefer sein, weil hinten wird sonst mit dem Lüfterrad zu knapp. Die Anschlüsse sind auch ein Problem. Okay, ich meine, da könnte ich eventuell dann mit meinem. Ja, Moment. Mit meinem Schweißer mich einmal dran machen. Vielleicht kann der das dann umlöten. Aber die sitzen auf einer Seite. Ja, wenn die jetzt dann bei den meisten Kühler, wo man findet, sitzen die entweder oben in der Mitte oder dann unten, wo der Wasserhahn ist. Ja, das ist natürlich für mich bescheiden. Die Anschlussgrößen sind auch ganz anders. Dann passen meine Kühlerschläuche und nichts mehr. Dann habe ich mir die Arbeit da auch umsonst gemacht. Ich sage, mich ärgert das im Moment ganz gewaltig. Tja. Kühlwasser habe ich jetzt mittlerweile bei dem Bulldog, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal gewechselt und dabei ist er noch gar nicht gefahren. Jo, da gehört was dazu. Jetzt schauen wir einfach mal, was rauskommt. Und tja, mehr kann ich eigentlich jetzt gar nicht machen. Ärgerlich. Tja, Leute, wir haben mittlerweile Montag. Am Kramer ist dieses Wochenende leider nichts weiter passiert. Ist einfach nicht vorwärts gegangen, durch das, dass der Kühler defekt war.
wenn ich den Kühler ausbauen will, muss vorne der Lampenträger raus, beziehungsweise bequemer dann einzubauen. Deswegen konnte ich den leider noch nicht reinmachen, sonst hätte ich mal mit der Elektrik angefangen. Quasi Lampenträger drauf und Armaturenbrett rein. Hat aber so auch keinen Sinn. Den Kühler hat mein Vater heute noch mal mitgenommen. Den hat er noch einmal meinem Schweißer gegeben. Der widmet sich dem Ding jetzt noch mal. Da wird der untere Wasserkasten runter müssen. Die ganzen einzelnen Lamellen löten. Und wenn das gemacht ist, anschließend den Wasserkasten selber hart löten. Der ist kaputt. Der ist damals aufgeplatzt durch einen Frostschaden. Habe ich so leider gar nicht gesehen. Ja, jetzt weiß ich's. Dann muss das gemacht werden. Nur ist halt einfach so, wie es ist. Dauert alles ein bisschen länger. Müssen wir damit leben. Am Kram selber ist jetzt natürlich nicht wirklich weitergegangen. Das, was ich halt noch gemacht habe, ist, ich habe den Dieselfilter angebracht hier. Wie man sieht, da ist alles dicht, da läuft nichts aus. Kein Diesel. Passt soweit. Die Leitung, das ist ja die Einspritzpumpe, Dieselfilter. Und dann geht die Leitung hier rüber zum Tank. Das ist der Tankhahn. Da ist auch alles trocken. Da hatte ich vorhin das Problem, ich habe den Hahn nach vorne zugemacht. Dann hat er da als Tropfen angefangen, aber jetzt ist er dicht. Nee, lieber nicht nachfutschen. Solange es funktioniert, lieber nicht nachfutschen. Wahrscheinlich ist der Tankhahn kaputt, dann brauche ich nur einen Schlauch. Und dann muss ich so bauen, wie es beim K15 war, einen Direktanschluss ohne den Hahn. Den brauchst du eigentlich sowieso mehr oder minder nicht. Mal gucken. Was ist dann hier noch passiert? Ach so, ja, bei Instagram bin ich gefragt worden, wie es mit den Rädern ausschaut. Die Vorderräder sind drauf. Einmal hier, einmal da. Ich finde das Rot und das Grün, das ist eine super Farbkombination, das macht sich richtig gut. Ja, hier sind diesmal die Radschrauben in Grün. Beim KL300 sind sie ja rot. Da habe ich vergessen, sie rauszuschrauben, deswegen waren sie grün. Jetzt habe ich sie grün gelassen. Ich finde, es schaut nicht schlecht aus. Dann habe ich zweierlei Bulldog, einmal mit roter Radschrauben und einmal mit grüne. Ist aber was anderes, hat auch nicht jeder. Ja, den Tank habe ich drauf gemacht und den Tankhalter. Das habe ich aber, glaube ich, eh schon gezeigt. Der Tank ist auch befüllt, da sind jetzt 5 Liter Diesel drin, circa auf die Höhe hier. Da habe ich meinen Kanister, den ich da noch hatte, reingekippt. Das sollte normalerweise dann nochmal reichen bis zur Tankstelle hin. Ohne weiteres, also normalerweise kein Problem. Ja, eigentlich wollte ich ja meine Pedale noch schwarz machen und ein paar so Hebel. Funktioniert aber leider nicht. Ich habe jetzt hier innen schon Vermisstenanzeige aufgegeben. Ich finde mal schwarze Dose nicht mehr. Also die schwarze Farbe nicht mehr. Verschollen, keine Ahnung wohin. Ja, was da noch passiert ist, Lenkrad habe ich ein wenig aufpoliert und die ganzen Knauf, Schaltknauf und die Gashebel und das. Da bin ich einfach bloß mit ein bisschen Ballistol drüber. Es glänzt wieder schön, nicht so stumpf matt. Über den Sitz bin ich damit ein wenig. Es könnte natürlich ein Fehler gewesen sein. Ich glaube, das habe ich schon mal gehabt, da war der Sitz recht rutschig. Aber es ist auch egal. So wirkt das Ganze optisch zumindest schon mal ein wenig besser, ein wenig einladender. Ja. Zugmaul ist drauf, hängt wieder fest hier. Das ist bloß das Spiel, was das Zugmaul da innen hat. Also ein bisschen hat es nun mal, ist so. Wenn es ganz stramm wäre, wäre es auch schlecht. Die Bolzen für die Hubstreben habe ich drin. Und hier hinten hat mein Vater mit dem Helicoil, das ist ein Werkzeug, hat er neue Gewinde reingeschnitten, wie man sieht. So schaut es aus. Die Hinterräder sind noch nicht montiert. Wer jetzt da der fragt, warum? Das funktioniert nicht. Die Hinterräder kann ich erst montieren, wenn die Kotflügel, der Überrollbügel und die Kotflügelhaltebleche unten drauf sind. Warum ist das so? Du kommst einfach nicht mehr nach. Die neuen Räder sind so breit, da kommst du unten nicht dahinter. Müssen erst die Räder runter. Also wird es jetzt keinen Sinn machen, jetzt die Räder drauf zu machen, müsste ich sie sowieso wieder runternehmen. Ist ja Quatsch. Die Kotflügel kann ich noch nicht verbauen wegen der Elektrik, weil die Elektrik vom Armaturenbrett dann nach hier hinten gelegt wird. Die geht hier runter, einmal auf der Seite runter bis zum Getriebe und einmal auf der anderen. Jetzt, wenn die Kotflügel hier drinnen sind, dann kommst du da einfach schlecht hin. Dann ist das alles ein wenig im Weg. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir das unten. Warten da damit erst einmal und dann ist das halt so. Ja, was noch gemacht wird, das Gewinde von der
Lenkradfeststellschraube oben oder von der Lenkradmutterndorde, das muss noch angezogen werden. Da muss aber erst nachgeschnitten werden, weil das ist leider kaputt, verknaddelt, das geht nicht. So einen großen Gewindeschneider habe ich aber nicht daheim. Da muss mein Vater erst wieder vor der Arbeit was mitbringen. Die sind halt nun mal auf sowas spezialisiert, die haben das. Wir haben nicht alles daheim. Ja, und ansonsten, mehr ist wie gesagt bislang nicht passiert. Auspuff konnte ich noch nicht montieren. Da müssen auch die Kabel erst noch, die wären mir dann auch im Weg vorm Anlassen. Das sieht man schon hier, wenn ich jetzt den Auspuffkrümmer hier ran mache. Der hängt genau hier drüber. Kommst du hier hinten schlecht ran. Also macht es auch noch keinen Sinn. Deswegen ging eigentlich nichts weiter. Ist aber auch nicht schlimm. Im Haus droben haben wir auch einiges zu machen gehabt. Die Internetleitung, es müsste jetzt eigentlich soweit durch sein. Das hat mein Bruder am Wochenende in einer Hauruck-Aktion gemacht. Hat soweit gepasst. Also da dürfte normal jetzt kein Problem mehr kommen. Wie gesagt, draußen ist nicht viel passiert, weil im Haus einiges zu machen war. Wir sind ja, wie gesagt, alles voll am Umziehen. So langsam aber sicher die eine Wohnung wird. Dann geht es unten runter in meiner neuen Wohnung weiter. Und dann, ich denke mal so vielleicht Anfang Februar oder so, werden wir da damit fertig sein. Ja, und mit dem, da muss ich jetzt halt einfach abwarten, was beim Kühler rauskommt, wie lange das dauert. Ärgerlich natürlich, der Kühler war lackiert. Ich habe den ja vorher geprüft, war ja alles dicht. Dann ist er lackiert worden, dann war er jetzt die ganze Ewigkeit da hinten eingelagert. Und ich glaube, da war er jetzt gut 2,5 Monate fertig lackiert da hinten drin gestanden. Ja, und jetzt brauche ich nicht drauf, jetzt ist er undicht. Ärgerlich. Wie es halt immer so läuft, beim Waschen war er noch tiptop in Ordnung und dann hat er gesponnen. Egal. Gut, das so viel jedenfalls hier drin. Mehr gibt es dann aktuell nicht zu sagen. Wie gesagt, ich konnte noch nichts weiter dran machen. Ich hätte gerne die Pedale und Hebel schwarz gemacht, aber da habe ich keine Farbe mehr. Da muss ich mir erst was organisieren. Und so. Dann steht das Projekt halt jetzt wieder mal. Wir kennen ja nichts anderes mehr. Also ob es Weihnachten überhaupt noch klappt, keine Ahnung. Schön wäre es natürlich, wenn es nicht klappt. Tja, es ist ja nichts Neues. Gut, jetzt müssen wir mal noch rauf in den Stall. Ich habe noch ein anderes Thema anzusprechen. Ist dringend notwendig. Habe ich lang drüber nachgedacht, ob ich es machen soll oder nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich sprich das Ganze mal an. Ob es dem einen oder anderen passt oder nicht, das werden wir dann gleich sehen. Aber wir sehen uns gleich im Stall wieder. Ja, auf das Thema, auf das ich eigentlich zu sprechen kommen wollte oder will, da habe ich schon lang drüber nachgedacht. Jetzt mache ich es trotzdem mal, weil das muss einfach mal raus. Ich kriege immer wieder Kommentare unter die Videos. Haha, Daumen nach unten, wie toll, fängt ja gut an, bla bla bla. Oder, ha, du bist zu blöd, du kannst ja nicht einmal Rechtschreibung, du schreibst einen Namen klein oder sonst was, hast wohl nie in der Schule was gelernt. Oder auch solche, die dann kommen und sagen, ja, dein Vater, der hat was drauf, aber du kannst gar nichts, mach doch deinen Scheiß weiter, dich wollen wir sowieso nicht sehen. Wisst ihr was? Ihr? Sag ich jetzt nicht. Weil sonst, glaube ich, ist das Video gesperrt. Leute! Wenn ihr ein Problem damit habt, mit meinen Videos, mit meiner Art, oder wenn ich einmal versehentlich einen Namen kleinschreibe, weil ich einfach nun mal nur das Zweifingersystem am Computer habe, weil ich nun mal nur auf die Tastatur gucke, da kann es mal passieren, dass ein Name klein durchrutscht und ich lese es nicht mehr durch oder was. So was passiert. Wenn ihr damit ein Problem habt, bitte, ihr seid nicht gezwungen, meine Videos zu gucken, schaut euch was anderes an. Wenn ihr ein Problem damit habt, wenn ich was erkläre und ich erkläre vielleicht mal was falsch, ich bin nicht unfehlbar. Bitte, wenn ihr ein Problem habt, dann geht's ja am Spezialisten, fragt doch den. Ganz einfach. Ich habe kein Problem damit, Leute. Wer meine Videos nicht gucken will, der soll es nicht machen. Bitte, ihr seid nicht gebunden, deabonniert oder sonst was. Guckt euch was anderes an, hockt euch in die stille Ecke und dreht Däumchen oder sonst was. Aber wegen euch, sage ich gleich, höre ich die Videos nicht auf. Es gibt genug andere Zuschauer, die freuen sich jedes Mal, wenn die Videos kommen. Und wegen ein paar so Hans-Kasper, die zerbläht sind, sich zerbenehmen oder die Mana, die müssen sich aufführen und müssen drunter schreiben, du bist doch sonst was für ein A. Bitte dann deabonniert, geht, sucht euch was anderes oder macht selber Video, wenn es der Neid ist oder sonst was, aber nervt nicht die, die das Video sehen wollen. Ich sag das jetzt so, wie es ist. Und wer ein Problem damit hat, bitte.
Ich habe damit jetzt lange, lange drüber nachgedacht, ob ich das mit reinbringe. Aber das muss auch mal sein. Ich war einmal sogar versucht, habe ich geschrieben, naja, wenn ich immer sehe, irgendwann höre ich dann auf. Aber ganz ehrlich, ne, ich habe so viele Zuschauer, die die Videos wirklich gerne gucken. Die schalten gerne ein, die schauen sich's gerne an, die schauen es bis zum Schluss. Die haben immer wieder neue Fragen. Denen gefällt es zum Beispiel auch, wenn ich den Mist zum Mistkaufenrinder verfahre oder egal was für eine Arbeit. Wenn die das gucken wollen, dürfen die das gucken. Ich nehme meine Videos so auf, wie ich es halt mache. Das mache ich von Anfang an. Und ich verstelle mich nicht für irgendwelche Leute, nur weil die meinen, nö, so wollen wir das jetzt nicht haben. Ich drehe meine Videos jetzt seit mittlerweile einem Jahr. Ich habe vor einem Jahr angefangen. Mir macht es sehr viel Spaß. Und den Spaß lasse ich mir von keinem nehmen. Ob das jetzt nun gewissen Leuten passt oder nicht, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das muss jetzt da mal gesagt sein. Nehmt mir es nicht krumm. Wer es mir krumm nimmt, bitte, ihr seid frei. Dann sage ich Servus. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Heißt ja immer, man sieht sich zweimal im Leben. Oder man liest sich zweimal im Leben oder wie auch immer. Und jeder, der meint, der kann es besser machen, steht euch ja alles frei. Ihr könnt euch eine Kamera kaufen und wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, dann stellt ihr euch vor die Kamera, der zählt und zeigt es. So würde ich sagen, machen wir das jetzt. Ich lasse mich nicht unterkriegen, vor allem nicht vor ein paar so Spinnerte. Wenn sie mahnen, dass sie es besser können, sollen sie es machen. Und wenn sie ein Problem mit mir haben, dann sollen sie halt die Videos nicht gucken, sollen sie sich halt was anderes angucken. Es ist keine gezwungen. Du bist frei. Kann jeder machen, wie er will. Und bevor da immer irgendwelche blöden Kommentare kommen und jedes Mal unter dem Video da in die Kommentare so ein Kleinkrieg ausbricht, also das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Das muss nicht sein. Dann lasst es halt einfach bleiben. Und die Videos gucken wollen, die dürfen sie natürlich selbstverständlich weiter gucken. Dafür mache ich sehr. Ich habe von Anfang an gesagt, ich drehe meine Videos. Was ich zusammenkriege, das nehme ich. Was ich nicht reinbringe oder wenn nicht viel zu machen ist, dann gibt es halt nicht viel zu machen. Ich versuche zu erklären, was ich kann und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann lasse ich es lieber bleiben, als dass ich irgendwann spannend erzähle. So einfach ist es. Gut, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, das ist der Schluss vom Video. Es ist diesmal, wie gesagt, leider nicht viel passiert. Mistverfahren, wie man sieht, ist aktuell noch nicht nötig. Die Lore ist noch nicht ganz voll, wird noch ein kleines bisschen dauern. Ja, die Hoffnung, dass ich es mit dem KA15 mache, die hat sich ja leider in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe bei der letzten Lore noch gedacht, die nächste, die fahre ich dann mit dem KA15. Ja, nee, nicht so. Ja, ist halt einfach so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Jockel, möchtest du noch was sagen? Nö, ist zu beschäftigt. In diesem Sinne wünsche ich jetzt allen eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag um 16 Uhr wieder. Vielleicht gibt es da irgendwas Aktuelles zu sagen. Im Moment, wie gesagt, nicht. Jetzt heißt es halt einfach mal abwarten, Däumchen drehen, gucken. Ich kann ja, wie gesagt, auch nichts anderes machen. Ich hätte zwar selber gelötet, aber in dem Fall muss hart gelötet werden. Der Wasserkasten unten muss gemacht werden, weil er kaputt ist. Und ja, die Lamellen selber, da komme ich mit dem normalen Lötkolben gar nicht rein. Deswegen habe ich es jetzt einmal meinem Schweißer da gegeben. Die kennen sich mit sowas aus. Der hat gesagt, der nimmt sich dem nochmal an. Und jetzt heißt es halt einfach abwarten. Und wenn ich nicht wieder kriege, dann kann ich nur einbauen. Dann hoffe ich, dass das funktioniert. Solange es dauert, dauert es. Und dann sehen wir weiter. Gut, also dann. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.